Guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig Live Podcasts. Ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt gerade hier live auf Facebook mit dabei bist. Das hat für dich einen Riesenvorteil. Du kannst nämlich live Fragen stellen an meinen heutigen Interviewgast, kannst kommentieren und kannst direkt mit uns interagieren. Ich freue mich genauso, wenn du auch dabei bist, jetzt in der Aufzeichnung bei YouTube oder bei iTunes oder bei Deezer oder bei Spotify im Audio-Podcast. Auch dann, wenn es dir gefällt, empfiehl uns weiter, gib uns eine gute Bewertung, schreib Fragen gerne in die Kommentare. Wir schauen da auch gerne im Nachhinein rein. Ja, der Lebe Mutig Live Podcast interviewt mutige Macher, interviewt Menschen, die in ihrem Leben an der einen oder anderen Stelle besonders mutig waren und deshalb auf ihre Art und Weise besonders erfolgreich sind. Und ich bin wahnsinnig stolz über meinen heutigen Interviewgast, der heute mit dabei ist, weil er für mich einer der wichtigsten Mentoren war in den letzten 3 Jahren und immer noch ist. Und jemand ist, der meine Reise ja nicht nur maßgeblich beeinflusst hat im positiven Sinne und begleitet hat in den letzten Jahren, sondern einen unfassbar positiven Impact auf mein Leben hatte. Und ich bin immer wahnsinnig stolz, wenn er sich die Zeit nimmt und wir ein bisschen quatschen können. Und vor allem bin ich stolz, dass er jetzt Teil vom Lebe Mutig Podcast wird und wir mal so ein bisschen hier in die Tiefe gehen können, weil er hat auch eine unfassbare Entwicklung gemacht, seit ich ihn kennengelernt habe, als Trainer, als Speaker, als Coach und Berater. Und wir haben uns damals kennengelernt, beide, da waren wir noch im Vertrieb, da haben wir zusammengearbeitet und seine Entwicklung in dieser kurzen Zeit beeindruckt mich unglaublich, wie er gewachsen ist, wie sehr er seine Fähigkeiten und Fertigkeiten geschliffen hat und was für einen unglaublichen Erfolg er mittlerweile hat als Trainer, als Speaker, als Coach. Darum herzlich willkommen, Christian Gärtner. Ja, sehr geil, Kerim, unglaublich. Und das alles frei gesprochen, wie man dich kennt, du bist einfach der Knaller. Also ich freue mich auf unser Gespräch heute. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich. Ich habe ja heute hier bei 3, ich habe mein Handtuch da heute, weil wir hier 30 Grad draußen. So, ne? Ich schwitze wie ein Iltis hier bei 30 Grad auf dem Bauernhof in Frankfurt. Ach Christian, ich find's schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich weiß, du bist auch mega busy, hast gerade dein UPP-Wochenende hinter hier von deinem Ultimate Power Program, sozusagen dein Signature Program als Trainer, wo ich wieder unglaubliche Rezensionen und Bewertungen und Kommentare der Teilnehmer gelesen habe, wo du wirklich Menschenleben veränderst und ja so dich richtig auslebst und deine ganzen Ideen, die du aufgesammelt hast und aufgestaut hast in den letzten 30, 35 Jahren, da jetzt reinbringen kannst und damit wirklich wirklich Menschenleben veränderst und da auch unfassbar drin aufgehst und ich das ja auch bewundere, wie du das wirklich mit einer Leidenschaft und Hingabe und unglaublichen Passion und Power sowieso machst. Und du bist ja Mr. Power und gerade so die Power, die Kraft, das ist das, was dich ausmacht, auch wenn du vorne stehst, wenn du auf der Bühne stehst, auch in deinen Coachings, du bist unglaublich empowernd für andere Menschen und holst eine unglaubliche Kraft aus dir raus und überträgst sie auf andere Menschen und das, was mich persönlich am meisten interessiert, ist eigentlich, wo kommt denn das her? Also wo holst du denn diese ganze Kraft aus dir raus, die du da nach draußen gibst, auch so hart immer deinen Weg konsequent weiterzugehen? Das ist natürlich schon direkt zum Einstieg die Frage aller Fragen, würde ich fast sagen. Und dadurch, dass wir uns jetzt... Wir machen hier keine halben Sachen im Leben. Nein, ich merke das schon. Lebe mutig, Power, sein Live-Podcast. Steht auch nicht für halbe Sachen, das ist mir durchaus bewusst. Und das finde ich ja auch geil. Ja, es gehört, glaube ich, ganz, ganz viel dazu. Und ich glaube, jetzt heutzutage kommt es daher, dass ich einfach, wie du es jetzt gerade auch schon in vielen schönen Worten gesagt hast und beschrieben hast, dass ich heutzutage wirklich sagen kann, ich bin angekommen in meiner Reise. Nicht, dass ich fertig bin. Ich glaube, diese Reise, diese persönliche Entwicklung und dieses einfach dein eigener Weg, der geht dein Leben lang. Aber ich fühle mich zum ersten Mal richtig angekommen in dem, was ich tue. Das heißt, das, was ich tue gerade, ist absolut meine Passion. Und deswegen fällt es mir auch leicht, viel zu machen, viel zu arbeiten, nenne ich es jetzt mal, so was der Volksmund da so zu sagt, aber
die ganze Kraft, die nehme ich einfach daher, dass ich was mit Passion mache, weil mir ist auch aufgefallen, die meiste Energie und Kraft lässt du liegen, wenn du Dinge tust, mit denen du nicht in Verbindung bist. Ich will gar nicht sagen, dass du, wenn du Dinge tust, die du nicht gerne machst, weil ich habe heutzutage auch immer noch Dinge, die ich nicht gerne mache. Und gleichzeitig, wenn du halt nicht, wenn du das Gefühl hast, das, was du jetzt gerade tust, ist nicht Teil deines großen Ganzens oder deines Weges, deiner Vision, deiner Mission, was auch immer für ein Wort du da wählen willst, das zieht dir Kraft, das zieht dir Energie. Nicht der Punkt, dass du auch mal hart arbeiten musst, um an ein Ziel zu kommen. Und dann ist natürlich total unterschiedlich, ne? Also je nachdem, in welcher Situation, also auf der Bühne habe ich einfach mega viel Spaß, Menschen zu begeistern und ihnen zu helfen, in ihre Stärke zu kommen. Und jedes Mal, wenn ich halt ein Feedback bekomme aus dem Publikum, wenn nur einer irgendetwas mitnimmt, dann pusht mich das halt brutal. Und du hast jetzt gerade das mein Seminar angesprochen. Ich finde übrigens den Begriff Signature Program ganz geil. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, weil es tatsächlich so ist, wie du gesagt hast, ne? Das sind jetzt wirklich, das ist der Gipfel von oder das Ergebnis von 35 Jahren. So alt bin ich jetzt, aber ich würde mal sagen, seit 15 bis 20 Jahren beschäftige ich mich mit persönlichem Wachstum und da fließt halt alles ein. Und ich hatte jetzt am dritten Tag, am Sonntagnachmittag, eine Situation, wo die knapp 20 Teilnehmer eine Übung gemacht haben, wo wirklich deutlich wurde, was in ihnen steckt. Und da sind mir halt 3 Minuten die Tränen runtergelaufen, weil ich so gemerkt habe, wow, krass, das ist immer das, was ich machen wollte. Die Stärke in Menschen rauszuholen und ihnen zu helfen, das nachhaltig auch da präsent zu haben, dass sie auch nachhaltige Veränderungen in ihrem Leben herbeiführen können. Und das war so ein Moment, das ist jetzt ein paar Tage her, das verarbeite ich immer noch für mich, weil es wirklich so ein Riesenmeilenstein für mich ist. Ich hab mit dem Tobi Beck telefoniert am Tag danach und habe gesagt, das ist für mich der wichtigste Tag in den letzten 2 Jahren gewesen oder dieser Moment. Einfach so zu sehen, wow, okay, dafür hast du das alles gemacht. Also bin ich ein bisschen abgeschweift, Nee, aber überhaupt nicht. Das war genau dahin, wo die Frage gehen sollte. Ich meine, du hast ja auch eine krasse Reise hinter dir, wo du auch oft mutig warst. Da kannst du gleich ein bisschen selber was zu erzählen. Ich meine, du hast lange Jahre als DJ gearbeitet, dann warst und bist immer noch Flugbegleiter und fliegst für diese große deutsche Airline mit diesem gelben Logo. Ich sage jetzt mal nicht den Namen, obwohl es eigentlich total ja, egal das ist. Logo hat sich ja jetzt geändert. Das weiß ja auch noch fast keiner, aber es Ach ist jetzt was. weiß, das Logo. Ach was, da, guck mal hier, ist hier Insider-Wissen live Glaub. auf Facebook. Könnt ihr teuer verkaufen, wenn ihr jetzt live zuhört. Also du bist ja auch Absolut. wirklich da ein Spagat Aktie gegangen. schießt nach oben nach unserem Interview. Wuh. Aber hallo, weißes Logo Ja. bei der Lufthansa, als habe ich es doch gesagt. Shit. Weißes. Weil das Witzige ist ja, ich meine, du hast ja mittlerweile unfassbar viele Kunden auch aufgebaut als Trainer. Unter anderem die Lufthansa selber, ne, für die du dann auch wieder tätig bist. Aber Vapiano und kannst unzählige, ne, also wirklich große Namen, kommen nicht auf alle jetzt. Und dass das alles wirklich auf eine unfassbar zielstrebige und unfassbar koordinierte Art und Weise, wie ich das immer sehe. Also man sieht ja viele Menschen, die so auf der Suche nach ihrem Purpose so total wirr durch die Gegend gehen. Und das ist auch das, was ich dir immer gesagt habe, was ich so krass bewundere bei dir, dass du das alles immer so extrem gut strukturiert hast. Ich denke mir so, wie hat er das gemacht? Er hat die ganze Zeit seinen Hauptjob gehabt, hat da gutes Geld verdient, ist da total stabil aufgebaut, finanziell geht's dem gut, weil er das immer seriös gemacht hat, hat nebenher sein Business aufgebaut, hat nebenher seine Träume verfolgt. Und ich denke mir, der hat doch auch nur 24 Stunden am Tag, der Gärtner. Und dann macht er noch hier Podcast und macht er dies und macht er Mentorship und macht er CD und macht er, denkt mir, auf einmal ist da so unfassbar viel da. Aber trotzdem fliegst du immer noch Teilzeit nebenher. Das ist so was ich glaube ich viele fragen, wie setzt du das so um mit so einer Struktur, weil ich das von mir kenne, dass es eine der Dinge ist, die mir immer am schwersten gefallen sind, warum du so ein großes Vorbild für mich bist, dass es bei mir diese Struktur nie gab. Bei mir war es so der richtig dreckige Weg. Und bei dir sieht das alles so leicht aus, aber ich glaube, so Ja, leicht war es gar nicht. das ist genau der Punkt. Da sind wir jetzt am Kern. Ja, das ist ja schön, dass das so nach außen hin wirkt. Da freue ich mich sehr drüber. Innerlich denke ich manchmal, ach du Scheiße. Das fühlt sich an wie der Oberkrieg, wie der Oberstruggle in mir drin.
genau das Gegenteil von Leichtigkeit. Und gleichzeitig habe ich an diesem Punkt Leichtigkeit in den letzten 2, 3, 4 Jahren extrem gearbeitet, weil ich habe mir schon seitdem ich denken kann, schon ich habe als Jugendlicher mit 6 Jahren habe ich angefangen mit dem Tennissport sehr ambitioniert, schon fast von der ersten Minute an und habe halt versucht, irgendwie richtig erfolgreich zu werden. Das hat auch ganz gut geklappt, aber der Sprung zum Profi hat dann nicht gereicht und ich war super verbissen, super ehrgeizig. Das war immer so ein Erfolgsding, was ich in mir drin hatte. Auch die Wahl meines Studiums, die Wahl des ersten Geschäfts, was ich mir nebenbei aufgebaut habe, der ersten Company, mit der ich gearbeitet habe, und so weiter. Ja, zieht sich so durch. Ich habe immer nach Erfolg gestrebt und habe mich dadurch halt persönlich auch extrem unter Druck gesetzt. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, je mehr du dich verkrampfst und je stärker du etwas willst, so war es zumindest bei mir, desto schwieriger wurde es für mich, diese Ziele auch zu erreichen. Und das war so konträr zu dem, was viele Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung immer sagen oder was du vielleicht auch in Bücher rein interpretieren kannst, weil ich glaube, meinen tun es viele Autoren anders. Du musst etwas nur stark genug wollen oder du musst nur stark genug an etwas glauben, dann kommt es schon und solche Sachen. Und ich sehe das halt ein bisschen anders. Also ich finde halt, das ist ein wichtiger Punkt, zielstrebig zu sein, ehrgeizig zu sein, ausdauernd zu sein und gleichzeitig die nötige Leichtigkeit dir aufzubauen, indem du eine Balance findest. Das bringt dir erst den nachhaltigen Erfolg. Also so gar nicht dieses Thema Hustle-Mode den ganzen Tag von morgens bis abends. Ja, das ist tatsächlich eine Sache, mit der ich weiß es nicht. Guck mal, was ist Hustle? Ja, ist es Feiertag heute? Ich saß heute Morgen 5 Stunden hier im Office, bin 3 Stunden nach Hause gefahren, habe mit meiner Familie gegrillt, jetzt sitze ich wieder 5 Stunden hier. Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht normal für Leute, ja, an einem Feiertag das zu machen. Für mich ist es irgendwie, ich denke nicht drüber nach, weil es halt einfach geil ist, all das, was wir hier machen. Und gleichzeitig sorge ich dafür, dass ich halt eine Entspannung halt trotzdem reinkriege. Und vor allem, ich meine Entspannung gar nicht so sehr mit der Anzahl der Stunden, die ich arbeite oder was ich so mache, sondern meinen inneren Druck halt irgendwie so ein bisschen in den Griff zu kriegen, meinen inneren Erfolgsdruck. Ich habe viele, viele Jahre mich den Fehler gemacht und hab viel geguckt, was ist da draußen und mit wem kannst du dich vergleichen, mit wem kannst du dich messen und so weiter. Und ich habe gelernt, dass mich das komplett nervös gemacht hat und komplett verkrampft hat. Und ich habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen und gesagt, okay, ich kann im Außen mir Inspiration suchen und holen und Tipps holen und so weiter, aber es ist halt mein Weg. Und es ist auch scheißegal, wie lange es für mich dauert. Ich ziehe das Ding halt einfach durch. Und gleichzeitig bleib ich mir treu. Mach nicht irgendeine Sache, nur weil jemand anders sagt, das ist geil. Oder weil ich selber mal vor 3 Jahren gesagt habe, das ist dein Weg. Das kann sich ja auch ändern. Die Zeiten ändern sich heutzutage so schnell. Und ich glaube, das sind halt viele Faktoren, die gerade heutzutage eine wichtige Rolle spielen und für junge Leute auch. Ich sage jetzt mal, alle Entrepreneure, die da draußen jetzt gerade unter dem Begriff unterwegs sind, in ihren 20ern oder Anfang 20ern, macht euch halt nicht wahnsinnig von dem, was da draußen gerade passiert. Ja, über Social Media haben wir den Eindruck jeden Tag, wir müssten, es gibt nichts anderes mehr als arbeiten, es gibt nichts anderes mehr als Online-Marketing, als E-Mail-Kampagnen oder was auch immer. Wichtig ist hinter all dem, dass du halt deinen Weg findest. Und jetzt sind wir bei deinem Thema, an Situationen in deinem Leben, wo du noch nicht richtig weißt, ist das der richtige Weg oder will ich das machen oder einfach mal zu machen, mutig zu sein und zu sagen, ja, mein Weg habe ich gefunden, indem ich Dinge ausprobiert habe. That's it. Nicht indem ich vor mich hingesetzt habe, mir einen riesen Plan gemacht habe, jeden Schritt durchgedacht habe und dann, das hat mich eher zurückgehalten und gebremst. Mach. Ich glaube, machen ist die Devise und ja, das ist, glaube ich, gerade heutzutage extrem wichtig. Auf jeden Fall in der Zeit, wo viele am Reden sind, das auch mal umzusetzen. Weil du hast eben diesen Weg angesprochen. Wie entscheidend ist es in deinen Augen, sich selber zu erlauben, diesen Weg auch auf der
auf der Reise zu verändern. Weil es ist so das, was ich oftmals sehe, dass Menschen sich so einen Weg in den Kopf gesetzt haben und dann ums Verrecken nicht davon abgehen, weil was sollen denn die anderen sagen? Was sollen denn meine Eltern jetzt sagen, wenn ich jetzt nach 1,5 Jahren mein Studium abbreche, weil ich merke, ist gar nicht mein Weg? Was sollen denn jetzt meine Freunde sagen, wenn ich jetzt meinen Job kündige, weil ich merke, ist gar nicht mein Weg? Was soll denn mein Partner jetzt sagen, wenn ich nach 10 Jahren Ehe feststelle, ist gar nicht mein Weg? Um mal so ein paar prominente Beispiele zu nennen, wie gehst du mit sowas um oder was sagst du deinen Coaches, die merken, ist nicht mein Weg? Du hast gesagt, ob ich mir erlauben kann, da was zu verändern, meinen Weg. Du kannst es dir nicht nur erlauben, sondern es ist deine Pflicht, dir gegenüber den Weg zu verändern, wenn du merkst, das trägt nicht zu deinem großen Ganzen bei oder du hast keinen Kontakt mehr zu diesem, zu dem, was du vielleicht bis jetzt gemacht hast. Gleichzeitig heißt es natürlich auch, nicht aus einer spontanen Emotion heraus zu reagieren. Blair Singer sagt ja immer so schön, ne? Emotionen hoch, Intelligenz runter. Ja? Also, Das kenne ich gut. also wenn die Emotionen wirklich am Oberton, dann fällt es auch schwer, einen klaren Gedanken zu treffen. Dann hilft es auch mal wieder ein bisschen durchzuatmen ein paar Tage. Also ich denke, das ist extrem, extrem wichtig, auch Wege zu korrigieren oder ja, oft ist es ja auch noch nicht einmal, dass du einen komplett anderen Weg gehen brauchst, sondern einfach irgendeine Sache zu verändern und dann weiter. Für mich stand schon immer fest, ich will Menschen inspirieren, mehr aus ihrem Leben zu machen, nur so also als Oberthema. Ich wusste nie, was das heißt, auch mit innerer Kraft und diesen ganzen Themen, das hat sich erst entwickelt. Aber das habe ich 2006, als ich das erste Mal bei Tony Robbins war, die 4 Tage, habe ich das in mein Journal geschrieben, das vergesse ich bis heute nicht, wo es dann auch darum geht, was willst du in deinem Leben? Damals war ich gerade im Network Marketing aktiv, 2 Jahre, Anfang 20, und da habe ich für mich schon aufgeschrieben, ja gut, mein Thema ist, habe auch Network Marketing immer gemacht, um genau das zu machen. Nicht klar, passives Einkommen. Klar wollte ich Freiheit. Freiheit ist einer meiner größten Werte generell und dafür ist halt einfach Geld auch eine wichtige Komponente, keine Frage. Das übergeordnete Thema war für mich immer, Menschen zu inspirieren, Menschen zu bewegen, zu begeistern und zwar nicht, weil ich so geil bin, sondern weil sie so geil sind. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Riesenunterschied zu vielen, die da draußen unterwegs sind. Ja? Das ist ein ganz, ganz, da müssen wir ganz kurz mal reingehen, weil das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sätze in diesem Interview, weil da ganz, ganz viele, glaube ich, auch unterwegs sind, die sagen, ich mache das hier, weil ich so geil bin und nicht, weil die anderen so geil sind. Und ich glaube, das ist auch der große, große Unterschied und ist meiner Meinung nach einer der Punkte, warum du so viele Menschen anziehst und auch inspirierst, weil du das wirklich von der ersten Sekunde an lebst und auch mir persönlich vorgelebt hast von der ersten Sekunde. Und ich erinnere mich an Situationen, wo ich ganz, ganz stark über deine Grenzen gegangen bin, weil es Situationen waren, die mich gechallenged haben und du aber immer gesagt hast, ich mache das hier nicht für mich, hier geht's nicht um mein Ego, sondern ich sehe da auf der anderen Seite jemanden, den ich inspirieren kann. Und das ist, kann ich jedem, der so einen Struggle hat, nur nahelegen, klingelt mal bei Christian an. Ja, und gleichzeitig ist es natürlich auch nicht immer einfach, da dann weiter diese Potenziale zu sehen oder dieses Gefühl. Aber für mich ist es eine Gefühlssache. Also ich fühle dann irgendwie, da ist noch mehr. Nein, da lässt jetzt nicht locker. Du komm schon, du kannst mehr als das, was du gerade zeigst. Da ist mehr in dir drin. Und dann zu merken, und am Anfang habe ich mich natürlich auch nicht so getraut, das so offensiv zu machen bei Leuten. Das ist natürlich jetzt auch in den letzten 2, 3 Jahren extrem gestiegen, weil ich halt dann auch Response bekommen habe und gesehen habe, wie sich Menschen verändern, wenn ich auch Dinge, die ich sehe und fühle, vielleicht sogar schon seit vielen Jahren das sehe und fühle, aber nie richtig angesprochen habe, wenn ich die jetzt anspreche und es verändert sich was und die Leute kommen dann in ihre Stärke. Das ist für mich das größte Gefühl. Das ist auch das, was mich am meisten bewegt und berührt. Ja, also wenn ich sehe, wie Menschen in ihrer Stärke sind und das ist komplett individuell, das haut mich um. Und das ist der Grund, wieso ich jeden Tag aufstehe und die Dinge mache, auch wenn sie manchmal lange dauern, bis ich dann wieder an einem Punkt bin, wo ich das halt sehen kann oder wo ich dieses Feedback bekomme. Aber das ist tatsächlich das, was mich antreibt. Wie hast du es denn für dich geschafft, so in deine hundertprozentige Stärke reinzukommen? Wenn ich so deinen Weg jetzt sehe, nur die letzten 3 Jahre, knapp 3 Jahre, wo wir uns kennen, wo wir damals zusammen Network Marketing gemacht haben
Und ne, diese schöne Idee hatten wir, wir können hier Menschenleben verändern und machen das und nutzen dieses Werkzeug und das, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen haben bei dem einen oder anderen. Aber ich, wenn ich jetzt einfach nur auf dich schaue, immer so das Gefühl hatte, da war irgend noch was, das hat dich blockiert. Ich weiß nicht, ob es mit der Branche zu tun hatte, das weiß ich gar nicht, aber dass so in dir drin noch irgendwas war, so dieser eine Schalter, der noch gefehlt hat. Und auf einmal, Ja. es war so von mir so gefühlt, so von über Nacht auf einmal stand da ein anderer Christian Gärtner und Ja. wusste aber so klar und so genau, wo die Reise hingeht und hat das so krass durchgezogen. Was ist da passiert? Ist im Prinzip relativ simpel. Also an der Stelle auch mal an alle, die jetzt hier zugucken und im Network Marketing tätig sind oder allgemein Vertrieb machen, ihr macht alles richtig, ja. Also für mich ist das die Grundlage für alles, was ich jetzt auch erreicht habe oder was ich tue in meinem Leben, für mich der beste Einstieg überhaupt. Ich habe insgesamt 8 Jahre Network Marketing gemacht, und habe da alles gelernt und will diese Zeit auch nicht missen. Der einzige Punkt, der mich selber limitiert hat, war ich selber, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin limitiert, was die Menschen angeht, mit denen ich jetzt hier arbeiten kann. Ich kann mit dieser Möglichkeit nicht für jeden sein Problem. Ich kann auch jetzt nicht jedem sein Problem lösen. Ich kann auch nur mit Leuten arbeiten, die mir das okay geben, dass ich mit ihnen arbeiten kann. Ja? Aber es war immer irgendwie so eine Limitierung für mich da, wo ich gemerkt habe, da, wie du es gerade beschrieben hast, ne? Da ist noch ein Knoten, der platzen muss und platzen darf. Und ich habe dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich bin größer als nur das. Nicht im Sinne von, oh Gott, wir sind hier öffentlich, also nicht im Sinne von, ich bin, ne, also, sondern da ist irgendwie noch mehr. Ich möchte mich nicht auf das eine limitieren, sondern ich möchte halt den Trichter größer haben. Und im Network ist halt so, du hast halt dein Produkt, that's it. Ja, und auf Grundlage dessen kannst du Menschen entwickeln. Und irgendwann wurde für mich auch das Produkt nicht mehr so wichtig. Und das ist scheiße im Network Marketing. Du musst 100% hinter dem Produkt stehen, stand ich immer, stehe ich nach wie vor. Und gleichzeitig brauchst du auch eine Passion und eine Leidenschaft, dieses Ding zu machen. Und meine Passion und meine Leidenschaft war immer zu 100% bei den Menschen. Und das hat halt irgendwie nicht 100% gewirkt für mich dann. Und deswegen habe ich halt mich entschieden, das größer zu Wo machen. war denn da dieser Shift? Wie wurde dieser Schalter umgelegt bei dir? Das war ja nicht nur, dass du mit Network aufgehört hast. Da ist ja noch irgendwas, da kam ja, da irgendwas ist ja noch passiert. Dass du auf einmal so Gut. ganz klar diesen Weg vor Augen hattest. Also ich glaube tatsächlich, dass es der komplette Prozess war. Die Leute sehen ja auch immer nur die letzten 2, 3 Jahre, sehen aber nicht die letzten 15 Jahre, die davor kamen. Der komplette Struggle, die komplette Reise, die Suche, mein Studium, nicht zu wissen. Ich hab vor 2 Tagen in einem Interview erzählt, ich habe vor 4 Jahren eine Situation gehabt oder vor 5 Jahren. Da war ich nur angestellt als Flugbegleiter bei der Lufthansa und hatte mein Studium fertig. Die Leute haben zu mir gesagt, hey Christian, bist du wahnsinnig? Du fliegst da als Flugbegleiter durch die Welt, du verdienst deine, keine Ahnung, 1500 netto oder 1700 oder was. Und du hast abgeschlossenes Studium als Wirtschaftsingenieur, bist du wahnsinnig? Du kannst hier Einstiegsgelder liegen bei 80, 90.000 Euro im Jahr. Du kannst was anstellen, mach das doch. Und ich habe damals gespürt, nee, das hilft mir gerade, mich zu finden und das zu finden, was ich wirklich machen will. Und dann gab es eine Situation, und dazu muss ich sagen, ich war halt immer jemand, der auch aufs Geld geguckt hat, der auch geguckt hat, dass ich irgendwie Geld verdiene, weil ich auch ein Lifestyle-Träume hatte und habe und auch dann natürlich mit Ende 20 irgendwann, ich war da schon 10 Jahre mit meiner heutigen Frau jetzt zusammen und dann haben wir auch irgendwann an die Familie gedacht und ich dachte so, ja toll, wie stellst du jetzt einen Rückhalt mit der Familie, für die Familie da? Und dann gab es eine Situation, da war unsere Waschmaschine zu Hause kaputt. Und wer hat die Waschmaschine gekauft? Meine Frau, weil sie mehr Geld verdient hatte damals. Und das war für mich okay, das war auch für uns okay. Und gleichzeitig war es für mich irgendwie so, fuck, irgendwie, jetzt musst du echt mal Gas geben, jetzt musst du echt mal was machen. Und dann habe ich trotzdem noch nicht sofort halt die Lösung gehabt, aber daran erinnere ich mich halt heute so krass. Und diese ganzen Situationen sehen die Leute halt nicht, wenn sie nur auf die letzten 2, 3 Jahre gucken, spielen aber damit rein. Und ich kann dir wirklich ganz ehrlich aus dem Herzen nicht 100% sagen,
wann dieser Schalter umgelegt, wann ich diesen Schalter umgelegt habe zu dem und dem Zeitpunkt und was dazu beigetragen hat. Es gab natürlich eine Situation auf einem Seminar in Thailand mit Blair Singer, der, ich meine, du trainierst ja meistens das oder du beschäftigst dich mit dem Thema, was oder willst anderen Leuten das Thema schulen und unterrichten, was auch für dich selber eine wichtige Rolle in deinem Leben gespielt hat oder spielt. Und gerade dieses Thema in die eigene Menschen in die eigene Stärke zu bringen, ich habe jahrelang nach meiner eigenen Stärke gesucht. Und der Moment, als der Trainer mir quasi vor Augen geführt hat, Blair Singer, was meine Stärke ist und wie viel in mir drin ist, ist es mir quasi wie Schuppen von den Augen gefallen und so gedacht, wow, krass, das war wirklich so wie so ein innerliches Zittern und so, da ich so, so jetzt weiß noch nicht genau wie, aber jetzt weiß ich was und was ich auch machen will mit anderen Menschen. Und das ist jetzt halt 1,5 Jahre her. Und wenn du von so einem Shift sprichst und wenn du mich so beobachtest, die letzten 2, 3 Jahre, geht das ungefähr so mit dieser Zeit einher. Was hat er denn da Also, gefunden? Was ist denn deine größte Stärke? ja, das Thema war damals, ist, denke ich, heute immer noch ein Punkt, wo viele Leute mich als sehr nett und sehr förmlich, nee, nicht förmlich würde ich gar nicht sagen, aber Der nette Herr Gärtner. einfach der nette Herr Gärtner, ja. Und das war halt immer auch so mein Ding. Ich bin so erzogen worden, das ist mein Charakter und das ist alles auch super so. Und gleichzeitig hat das halt dafür gesorgt, dass die andere Seite in mir, nämlich Menschen zu challengen, mich selber zu challengen und halt auch immer auf die Kacke zu hauen und alles rauszulassen, was in mir drin ist, was ich jahrelang zurückgehalten habe. Und er hat das halt rausgeholt und ich habe dann halt gemerkt, wow, krass, wie geil ist denn das, wenn ich das raushol? Also wenn ich mal, ne? Und dann halt so die ersten Erfahrungen, als ich dann nach dem Seminar nach Hause gekommen bin und dann auch mit Tobi und in dem ganzen Umfeld halt angefangen habe, auch Menschen in dem Punkt zu challengen, wo ich dann so gemerkt habe, wow, krass, weil du das in dir selber ausgelöst hast, kannst du das jetzt auch in anderen auslösen. Und das war tatsächlich so dieser Schalter, der da umgelegt wurde. Was ich ja, Schwierig. was mich ja interessiert, ist ja, als du diesen Schalter umgelegt hast und nicht mehr nur der nette Herr Gärtner warst, was hat denn deine Frau dazu gesagt? Die kannte dich ja jetzt 15 Jahre lang als den netten Herrn Gärtner. Und das ist ja, da habt ihr ja, glaube ich, viel richtig gemacht. Überhaupt so, also das ist ja was, was ich unfassbar bewundere bei dir. Wie lange seid ihr jetzt zusammen? 18 Jahre oder? Ja, 18 Jahre, in einem Monat 18 sind es Jahre. 19, ja. Um die Frage auf den Punkt zu bringen, inwieweit ist es denn wichtig, gemeinsam mit dem Partner zu wachsen in so einer Zeit und das auch wirklich da gemeinsam miteinander sich zu challengen, gemeinsam miteinander zu wachsen und dem Partner auch erlauben, sich zu verändern? Unendlich wichtig. Und um deine erste Frage zu beantworten, ich glaube, für sie hat sich gar nicht so viel geändert, weil sie ja die andere Seite in mir schon kannte oder kennt seit vielen, vielen Jahren. Und wenn du so lange mit jemandem zusammen bist, kennt dein Partner dich teilweise besser, als du dich selber kennst. Und das nur, und jetzt kommen wir zu der Frage, die du gerade gestellt hast, wenn du offen kommunizierst und die Wege gemeinsam gehst. Das heißt nicht, dass du immer auf dem gleichen Seminar sein musst, die gleichen Bücher gelesen haben musst oder du kannst auch unterschiedliche Umfelder haben, grundsätzlich. Die Basis ist das Entscheidende. Worüber sprichst du zu Hause? Was sind die Visionen? Wie stellst du dir dein Leben vor? Wie viel Freiraum gibst du deinem Partner? Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen. Beziehung ist für mich immer so ein Konstrukt. Du bewegst dich gemeinsam in eine Richtung, in so einem Ball. Und dazwischen hat jeder den Freiraum, sich auch in seine Richtung zu entwickeln und auch sich auszuprobieren. Und gleichzeitig bewegst du dich halt gemeinsam vorwärts. Und das ist für mich so das größte Geheimnis hinter funktionierenden Beziehungen, die sich einfach Freiräume eingestehen und gleichzeitig einen Rahmen gebaut haben, wo sie gemeinsam in eine Richtung gehen. Ja. Tobi sagt ja immer so schön, du musst gemeinsam im gleichen Bus sitzen. Das ist immer so, dass, wenn ich das höre, stimme ich grundlegend zu und frage mich immer so, muss es wirklich der gleiche Bus sein oder reicht es einfach, wenn am Ende die Zieldestination die gleiche ist, aber man den Partner auch mal beim anderen Bus fahren lässt, weil er halt gerade Lust hat, mal beim roten Bus zu fahren. Man muss ja nicht immer nebeneinander im gleichen Bus sitzen.
Das ist so ein bisschen dieses Bild, was ich gerade versucht habe zu vermitteln. Wenn du Ja. dir den Bus in diesem Gesamt, wenn du dir zwei Busse in diesem Gesamtkonstrukt vorstellst, ist es mit Sicherheit möglich. Ja. Wenn für Tobi allerdings der Bus dieses Gesamtkonstrukt ist, da, dann nicht. Es kommt ein bisschen drauf an, was für ein Bild Ja. du im Kopf hast. Aber grundsätzlich Ich denke, es bin meint ich das Gleiche da bei alles. dir. Das ist Ja, so, genau, ja. richtig. Ich glaube, das meint tatsächlich so das Gleiche. Und ja, du, auch in der Beziehung kann es auch mal sein, dass auch mal was komplett Verrücktes passiert und du vielleicht mal, ja, keine Ahnung, mal Fehler machst, die du im Nachhinein bereust und aus denen du stärker wieder hervorgehst und dann wieder gemeinsam im Bus sitzt. Ja, also ja, ist, Was glaube ich, ist denn total der größte unterschiedlich. Fehler, den in deinen Augen die meisten Menschen machen, bei denen es nicht so nachhaltig und lange klappt mit einer Beziehung? Ihre Idealvorstellung einer perfekten Beziehung oder eines perfekten Partners in ihn reinzudrücken. Und Das das war mal sage eine ich Antwort auf deshalb, den Punkt. ja, das sage ich deshalb, weil das auch immer wieder Punkte bei uns waren und vor allen Dingen bei mir, weil ich grundsätzlich so ein Typ bin, der auch, naja, ich bin ehrgeizig, ich bin auch gerne mal perfektionistisch, wenn es darum geht, irgendwas geil zu machen, wenn der Effekt geil sein soll oder so. Und da muss ich persönlich mich auch immer ein bisschen zurücknehmen und sagen, okay, so, das ist deine Vorstellung, das sind deine Werte, das ist dein Ding, was du gerade hast. Jetzt musst du aufpassen, dass du nicht dir den Stempel auf deinen Partner drauf machst. Ja? Und ich glaube, das ist tatsächlich der größte Punkt, worauf es zu achten gilt. Und das kannst du nur verhindern, wenn du miteinander sprichst. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den Menschen halt machen in Beziehungen. Das erlebe ich in so vielen Situationen. Die Menschen hören irgendwann auf, miteinander zu sprechen. Die machen das am Anfang. Das ist nicht so, dass es von Anfang an in der Beziehung ist, sondern die machen das, fahren gegen eine Wand und das machen die 3, 4 Mal und dann sagen sie sich entweder, hey, das hat keinen Sinn, wir beenden das, oder sie sagen, okay, Resignation geht auch, dann machen wir beide und das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, zu resignieren und zu sagen, okay, das ist halt so und so weiter. Und ja, von daher, also miteinander sprechen, kommunizieren, regelmäßig über die Zukunft zu sprechen, über das Hier und Jetzt. Und der Tobi gibt immer so schön das Bild von Stephen Covey mit den Beziehungskonten. Ja, also dass du ein Konto hast, ein Beziehungskonto, was du halt, auf das du einzahlst, wenn du eine Beziehung hast und abhebst. Das heißt, entweder gibst du deinem Partner Aufmerksamkeit, Liebe, Anerkennung, Zeit, was auch immer. Nur wenn das ein Partner über eine gewisse Zeit lang zu einseitig macht, das heißt nicht, dass immer beide gleichzeitig viel, dass die ganze Zeit im Balance sein muss, es kann auch mal Zeitunterschiede geben, aber wenn es zu sehr, wenn die Waage zu sehr über einen langen Zeitraum auf einer Seite hängt, schwierig. Ja. Ja, dann wird das auch nicht funktionieren. Das heißt, dieses Konto halt immer ausgeglichen zu halten, ist letztendlich nur ein anderes Bild dafür, gemeinsam in eine Richtung zu gehen. Ne? Ja, Ja. aber ein schönes Bild, das glaube ich jeder gut nachvollziehen kann. Inwieweit musstest du denn in deinem Leben, sei das privat oder beruflich, bis hierhin wirklich mutige Entscheidungen treffen, wo dir so richtig der Arsch auf Grundeis gegangen ist? Also, es gab sicherlich einige Entscheidungen, die ich da treffen durfte. Eine Entscheidung natürlich, was mache ich mit meinem Studium? Also mit meinem abgeschlossenen Studium, nein, ich gehe nicht in den Arbeitsmarkt. Wieso empfinde ich das als mutig? Weil mein komplettes Umfeld halt auf mich eingeprescht hat. Und ich glaube, da dürfen viele Leute heutzutage mutiger sein, den Schritt zu machen, auch wenn das Umfeld sagt, bist du wahnsinnig, wenn du das Gefühl hast, es ist der richtige Weg, tu es. Also das war sicherlich ein ganz, ganz mutiger Schritt. Für mich war auch ein mutiger Schritt, ehrlich gesagt, kann ich mich noch erinnern, das ist jetzt natürlich ganz viele Jahre her damals. Ich habe mich damals entschieden, Zivildienst zu machen in einer Kinder-Jugendpsychiatrie, in einer geschlossenen Anstalt. Kinder bis 16, die wirklich auch teilweise schwerstkriminell waren oder ganz krasse Schicksale und diese 10 Monate da zu machen. Die haben mich geprägt, die haben mich wirklich geprägt bis heute, wo ich gemerkt habe, was Menschen auch passieren kann, auch was ich auch für ein Geburtsglück hatte, regelrecht, ja, und wie ich aufgewachsen bin, Dankbarkeit gelehrt. Und und dann gibt's natürlich ganz viele kleine Situationen, ja, also gerade in den letzten 1,5 Jahren oder 2 Jahren, ich stand so oft vor so einer
vor so Challenges, mein erstes Training zu machen, meine erste Keynote zu machen, keine Ahnung. Ich wurde so oft auch ins kalte Wasser geschubst oder habe mich selber ins kalte Wasser geschubst. Kann mich erinnern, letztes Jahr hatte ich 3 Monate lang jede Woche oder jede zweite Woche irgendetwas Neues. Mein eigenes Seminar, eine Keynote, die ich noch nie gemacht habe, eine Moderation auf Englisch, was ich noch nie gemacht habe. Ich musste Konzepte schreiben, mit CEOs verhandeln, was weiß ich nicht. Tausend neue Sachen und ich habe jedes Mal, das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn du vor so einer mutigen Entscheidung stehst, dieser Fluchtreflex, der dann einsetzt. Ja, und ich habe eine geile Situation, die ist auch gerade erst passiert letzte Woche. Da habe ich wieder mal zum allerersten Mal ein neues Keynote-Thema gemacht in einem Unternehmen und das Ganze auch noch auf Englisch, 1 Stunde lang. Nicht, dass jetzt Englisch das Riesenproblem ist, aber wenn du irgendwas zum ersten Mal machst und dann nicht in deiner Muttersprache, ist es so ein bisschen, keine Ahnung, Brainfuck oder Mindfuck halt. Und ich habe mich ertappt, wie ich in der ersten Reihe saß, so 1 Stunde vor meinem Auftritt und dann so gesagt habe, weißt du was, jetzt erzählst du denen einfach, dir geht's nicht gut und dann fährst du nach Hause. Und in dem Moment, wo ich so diesen Gedanken hatte, musste ich mich so über mich selber Schrott lachen, weil ich natürlich gemerkt habe, das hast du jetzt schon 100 Mal gehabt in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren und es wird schon alles gut, ja, selbst wenn du gerade nicht weißt, wie, aber es ist halt so und Das klingt jetzt bei dir so einfach. Jetzt weiß ich aber, dass mit Sicherheit Menschen zugucken und zuhören, die zu 1000% sich mit solchen Situationen identifizieren können und in solchen Momenten der Fluchtreflex gegriffen hat. Bei uns allen ja in der Vergangenheit auch. Ich hatte auch solche Momente, hatte Fluchtreflex. Du hast wahrscheinlich auch Momente gehabt, wo du dann geflohen bist. Weiß ich nicht. Aber was war denn der Switch oder was ist denn der Punkt oder das Werkzeug, um zu sagen, nee, ich ignoriere jetzt diesen Fluchtreflex und bin jetzt mutig und gehe diesen Schritt aus der Komfortzone raus und zieh's Also halt durch. es sind zwei Komponenten. Einmal, also ich würde mich mal als zäh bezeichnen. Das heißt, ich habe gerade auch so im Tennissport früher, ich habe teilweise stundenlang auf diesem Platz gehangen, wenn alle anderen nicht da waren und habe Einzelstunden gehabt bei 35 Grad, bis ich mich übergeben habe oder keine Ahnung. Ja. Da habe ich halt wirklich auch gelernt, was es heißt, ein bisschen an etwas dran zu bleiben und das dann auch, wenn du das durchziehst und durchstehst, dass dann auch ein geiles Ergebnis dabei rauskommt, ne? Und der zweite Punkt, und das hat ja viel mit Selbstdisziplin zu tun, ist, dass ich irgendwann gecheckt habe, Selbstdisziplin ist nicht unbedingt nur was mit Ehrgeiz und mit Verbissenheit und mit Willenskraft zu tun hat, sondern es ist etwas, was mit Selbstliebe zu tun hat. Es ist etwas, was mit Selbstachtung, mit Selbstwert zu tun hat. Und Kevin Godaski hat am Wochenende ein mega geiles Beispiel gebracht. Er sagt halt, das hat alles was auch im übertragenen Sinn mit Integrität zu tun. Inwieweit bist du integer dir selbst gegenüber? Inwieweit stehst du zu dem, was du sagst? In dem Moment, wenn du etwas sagst, und dich nicht daran hältst, was passiert mit deinem Selbstwertgefühl, was passiert mit deinem Selbstvertrauen, mit deinem Selbstwert? Und ich habe halt gelernt, dass egal welche Gedanken ich habe, welche Emotionen ich habe, wenn ich es durchziehe, bin ich danach stolz auf mich, egal wie das Ergebnis ist. Wenn ich es durchziehe, habe ich es halt mal wieder gemacht, habe ich es halt mal wieder gerockt. Und das ist dann eine Erfahrung, die sich summiert, aufaddiert. Und wenn du das halt 100 Mal hattest, dann kommt's beim 101. Mal kommt trotzdem wieder dieser Gedanke, aber du weißt halt so, ich bleibe halt dabei, ich bin integer zu mir und das ist eine Sache, die du lernen kannst. Und deswegen bin ich so ein Gegner von diesem Punkt, du brauchst so viel Ehrgeiz und so viel Ausdauer und so. Das sind alles Sachen, die du lernen kannst, wenn du anfängst, dich selber wertzuschätzen, dich selber so zu lieben, wie du bist und das einfach als Priorität Nummer 1 zu machen, dich selber auch nicht unter Wert zu verkaufen, beziehungsweise zu dem Wort zu stehen, was du dir selber gegeben hast. Natürlich ist es wichtig, auch andere, wenn du zu jemand anders was sagst, dass du es machst, dass du es dann auch machst, also integer vor ihm zu sein, in erster Linie, was am meisten an deiner Power, auch an deiner Durchsetzungskraft zehrt, ist, wenn du nicht integer mit dir selber umgehst und dich nicht selber wertschätzt und von daher die Selbstdisziplin dafür zu entwickeln, als das so verstanden habe, wurde es auch immer leichter. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Gab es denn in den letzten 35 Jahren bei dir auch Situationen, wo du gar nicht mutig warst, wo du eben genau da dann den Fluchtreflex ergriffen hast? Was war denn so die prägnante Situation, die dir einfällt, wo Christian Gärtner alles andere als mutig war?
Ich überlege gerade, also, boah, steh ich so ein bisschen auf dem Schlauch? Ist nicht Nicht, schlimm, dass ich jetzt, ist live, ne? ja, nicht, dass ich also ich würde mich eben nicht als den Übermutigen bezeichnen. Ich habe zum Beispiel bis heute noch keinen Fallschirmsprung gemacht, wie der liebe Kakmachi hier gegenüber. Und ich hab auch ordentlich Respekt vor Kriechtieren und allen reptilienartigen Gedöns, ja. Also da gibt es sicherlich viele Situationen, wo ich eher ja, mal zurückgeschreckt habe. Wenn es darum geht, tatsächlich mich zu challengen in dem, was ich tue und es unangenehm ist, da habe ich keine Probleme mit. Also das geht tatsächlich. Wenn es solche Sachen sind, würde ich sagen, ich laufe schreiend davon, aber ich finde dann Wege, dass ich dem auch aus dem Weg gehen kann. Also ganz eindeutig. Ich habe jetzt nicht die Situation, wo ich tatsächlich vielleicht den Fallschirm schon anhatte und dann entschieden habe, ich springe da doch nicht runter. In dem Moment, wo ich mich entscheide, etwas zu tun, egal welche Angst kommt, tue ich es dann auch. Aber manchmal fällt mir natürlich dann auch schwer, die Entscheidung zu treffen, ne? Und ich zögere es dann vielleicht dann auch einfach hinaus und bin dann in dem Moment nicht mutig. Ich glaube, es Darf ist man sich das immer manchmal auch eingestehen? 100%. Bin ich 100% der Meinung. Deswegen, ich glaube, du spürst schon selber recht gut, in welchem Bereich du mehr Mut brauchst und in welchem Bereich du sagen kannst, okay, das, ja, ist cool, wenn ich jetzt mutig bin, aber es ist jetzt nicht entscheidend für mich. Und gerade wenn es darum geht, ob du jetzt auf dem Weg bist, den du willst, oder ob du dir von anderen diktieren lässt, was du zu tun hast, ich glaube, da ist so ein Punkt, da kommst du um das Mutigsein einfach nicht drumherum. Ja, und natürlich kannst du dir das antrainieren, indem du Dinge machst, vor denen du Angst hattest, indem du einen Fallschirmsprung machst, indem du, keine Ahnung, andere verrückte Sachen machst. Ja, da kannst du vielleicht diesen Mutigsein-Muskel mehr trainieren. Das heißt aber noch nicht, dass du den dann übertragen kannst auf Leichtes in dem Bereich, wo du ihn brauchst. Ich glaube, letztendlich am Ende des Tages wird es dein Leben lang Situationen geben, wo du Mut haben musst. Das ist nicht so, dass du dieses Mutigsein einmal meisterst und dann war es das für deinen Rest des Lebens, sondern du entwickelst Erfahrungen, an die du dich dann erinnerst und dennoch ist es immer wieder dieser Schritt. Mutig sein heißt ja auch nicht, keine Angst zu haben, sondern es einfach trotzdem zu tun. Ja, und mit der Angst. Immer Und wieder konsequent aus der Komfortzone raus in den immer wieder. Bereich, der wehtut. Am Wochenende habe ich auch gesagt, trust the process ist der erste Schritt und dann love the process. Also Die fang an, das Schmerzen lieben lieben und geil lernen. zu finden. Ja, also ich weiß, ist ja wie ein Fitnessstudio. Ja, ich meine, wenn du trainierst ja auch manchmal mit dem Kevin, der findet es geil, wenn das so richtig wehtut und dann geht er noch mal tiefer rein und so. Ja. Das hat er als Habit einfach entwickelt. Ja, und so ist es letztendlich beim Mutigsein auch. Also finde es geil, dass diese Angst da ist. Und die Angst ist halt einfach da auch dein Treiber und das ist okay. Und ja. Dann abschließend noch die eine Frage, die perfekt dazu passt, die jeder Gast im Lebe mutig Live-Podcast zum Abschluss erhält. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest? Das ist eine scheiß Frage, Kakmaji. Nee, die ist gut, die Frage. Du stellst richtig gute Fragen, also muss ich auch sagen. Also vor allen Dingen Fragen, die man nicht eben locker aus. Weißt du, sonst ist so, machst halt so ein Interview, ja, das läuft und du weißt halt, was du sagen kannst, so Ja, langsam genau darum machen und wir das so. ja, damit es hier ein bisschen aufregend Mann, wird. Mann, Mann. Was ist das Erste, was ich tun würde, wenn ich keine Angst hätte? Und im ersten Moment fallen mir so Sachen ein, obwohl. Also, die Nummer mit dem Fallschirmspringen, auf die kannst du mich festnageln. Das ist tatsächlich eine Sache, aber ist für mich jetzt nicht so ein Ding, wo ich sagen würde, okay, das ist das, wo sich dann alles ändert oder so. Das ist das Angstding. Tauchen. Tauchen habe ich extrem viel Respekt vor. Respekt oder wirklich Angst, dass du sagst, da kriegst du Panik und
Ja, es ist, ich habe es nie 100% gemacht. Ich bin da so ein bisschen so da. Also ich bin kein Control-Freak, aber ich will zumindest Kontrolle über mein Leben haben. Also Ja. und da habe ich das Gefühl, ich gebe die halt so komplett ab. So Ich Sauerstoff glaube, in dass der Flasche und so. hm. Es ist, find ich ja sehr witzig, dass du es sagst, weil bei mir war es wirklich zum einen der Fallschirmsprung, weil Kontrollabgabe an jemanden, der da mit dir an der Brust geschnallt rausspringt. Und ich habe unfassbar Respekt vor dem offenen Meer und genau davor. Und ich mache es ja immer so, ich lade ja immer meine Gäste dazu ein, sich diese Angst zu stellen und sich zu challengen. Und das mit dem Tauchen, da würde ich das, würde ich sogar, würde ich mich sogar mit selber mit challengen. Und Ja, ich habe schon fast gedacht, dass ich jetzt hier das mittendrin mit dir gemeinsam machen. sitze. Darf ich dich dazu einladen, dich zu committen, zu sagen, ich ziehe das durch. Ich Wenn du mach mir jetzt mit. auch noch ein Zeitziel aufs Auge drückst, Ja, dann. selbstverständlich. Ja, ich meine, Gucken auch nur haben wir sonst nichts sechs zu tun. Millionen Zuschauer live zu gerade. Ich fange auch gerade an, ein bisschen zu schwitzen, ehrlich Ja, gesagt. ich schwitze schon die ganze Zeit hier. Soll ich dir mein Handtuch rüberreichen kurz? Ja, du, gerne. Ich meine, das, was ich ja mitkriege von meinen Freunden, die das tun, ist ja halt grenzenlose Freiheit unter der Wasseroberfläche, ne? Also das Gefühl und keine Sag Ahnung wie. an, sag an, du sagst die Zeit, ich bin dabei. Sag an. Was heißt denn da? Wir müssen da nochmal im Detail drüber sprechen, wo, wann, weil es Ja, nur nur zum bis Schwimmbad wann? ist Nur auch eine doof. Deadline. Bis wann? Ah, okay, Bis wann? bis wann? Bis wann? Schaffen wir das bis Ende des Jahres? Ja, ich denke schon, oder? Wir haben beide das ein oder andere Seminar, aber das kriegen wir hin. Ja, komm. Ende des Jahres? Ja. Wunderbar. Ich bin dabei. Du sagst an, wohin. Und ich komme mit. Ich habe dich auch Alright, reingelutscht sehr geil. Vielleicht will sich ja der ein oder andere noch anschließen oder er hat einen geilen Tipp Ja, zum sehr gerne. Einfach Tauchen. mal kommentieren. Erstens, wer will mitkommen? Zweitens, wer kann was empfehlen? Wohin? War ja auch schön beim Fallschirmsprung. Ich hatte ja auf einmal auch fünf Bekloppte dabei. Ja, Das sehr war aber geil. auch wichtig, weil die hätten mich auch abgeholt, weil ich hätte sonst wahrscheinlich wieder gekniffen. Am liebsten würde ich ja so Malediven oder sowas machen, Ist ne? schon geil, ne? Ja, das ist, da können wir uns mal schön was überlegen. Sehr geil. Gibt's denn eigentlich Fragen gerade so aus diesem Es Livestream ist so, hier und so? es kamen zwei, drei Fragen, die wir aber schon so mit drin beantwortet haben. Ich habe jetzt noch eine schöne hier von der Grit, die ich jetzt einfach mal mit hier einblende. Grit fragt, es heißt immer, dass Angst nur in unserem Kopf ist. Und sie ist gerade dabei, sich ihren Ängsten zu stellen. Ihre Frage konkret ist, was erwartet einen hinter der Angst? Also wenn man die Angst besiegt hat und es gemacht hat, was erwartet einen auf der anderen Seite? Ich glaube, das kennst du schon aus deinem Leben, ehrlich gesagt, wenn du die Frage stellst, weil du hast sicherlich schon mal was gemacht, wovor du Angst hattest, nur um dir das ins Gedächtnis zurückzurufen oder also es ist halt einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Das kannst du gar nicht in Worte fassen. Also also ich empfinde das immer so als extreme Stolz auf mich selber. Ja, ist auch, ja, kann ich auch ganz gut mit dem Seminar verbinden, wovon ich dir erzählt habe, Kerem, vorhin vor 1,5 Jahren, weil da wird unter anderem eine Übung gemacht, die ich 2 Jahre vorher schon jede Woche einmal von Freunden erklärt bekommen habe, was da passiert. War auch total nett, dass die das gemacht haben. So konnte ich mich 2 Jahre darauf, konnte meine Angst dann ins Unendliche dann quasi wachsen. Und allein dieses Gefühl, dieses Stolzsein, ich weiß noch, wie ich im Flieger saß nach Hause, wie stolz ich auf mich selber war. Ich habe erstmal eine Stunde geheult, weil ich so stolz auf mich selber war, dass ich diese Angst überwunden habe. Das ist tatsächlich eine krasse Situation gewesen. Also wirklich stolz auf dich selber. Und ich möchte da noch hinzufügen, Angst entsteht im Kopf, hast du recht, weil letztendlich ist Angst ein Gefühl und ein Gefühl entsteht immer durch einen Gedanken. Und gleichzeitig kannst du diese Angst natürlich auch dadurch ändern, dass du andere Gedanken hast. Aber es ist eher eine Ablenkung. Ich glaube, du darfst dich einfach diesem Gefühl der Angst stellen, dieses Gefühl einfach rauslassen. Das funktioniert nicht logisch, das funktioniert nur durchs Erleben und durchs Fühlen. Perfekte Antwort, vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt schon der längste Lebemutig-Live-Podcast, den wir bisher hatten. Es war aber auch ein grandioses Gespräch. Zum Abschluss so ein bisschen die Traumbox von Christian Gärtner aufgemacht.
Wo sehen wir dich denn in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also Was wird denn da so bei dir noch? hättest du mir die Frage so vor 2, 3 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, ich will irgendwann mal Hallen voll machen. Ich will eine Halle von 10.000 Leuten voll haben. Ich will große Seminare machen, viele Menschen bewegen. Und das hat sich im Prinzip nicht geändert, nur dass mir die Halle nicht mehr so wichtig ist, sondern ich hab gesehen, ich hatte jetzt letztes Wochenende 17 Teilnehmer auf meinem Seminar und habe gesehen, wie tiefgreifende Veränderungen wir da hervorrufen konnten. Und das einfach mein Leben lang zu machen. Ich habe vorhin saß ich mit meiner Frau zusammen beim Essen und habe gesagt, weißt du was, ich könnte jetzt eigentlich schon wieder das Seminar machen, jetzt am Wochenende hätte ich eigentlich Bock drauf. Und da tatsächlich so in so einem Kreis, das in sehr, sehr regelmäßigen Abständen zu machen, das ist im Prinzip schon mein Traumleben. Es ist tatsächlich das, was mir bis jetzt in meinem Leben am meisten gibt. Und das wird auf jeden Fall, da wird es auf jeden Fall hingehen in den nächsten Monaten und Jahren. Dafür bewegen wir gerade alles, dass wir halt da möglichst viele Menschen erreichen. Und wenn wir, das Seminar ist auf 20 Leute Maximum ausgelegt, das ist ja bei der Anzahl der Leute, die sich ja jetzt schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen und die sich dringend damit beschäftigen müssen und auch die es werden in den nächsten Jahren, habe ich im Prinzip schon endlos viel zu tun. Und so stelle ich mir das auch für die nächsten Jahre vor. Was aber nicht heißt, dass wir nicht vielleicht trotzdem mal irgendwann eine Halle voll machen in den nächsten Jahren. Ja, also ich will einfach so viele Menschen wie möglich in ihre Stärke bringen. Das ist mein allergrößter Traum. Und natürlich dann, was mich privat angeht, die Zeit mit meiner Familie zu verbringen, gute Balance zu haben. Ich arbeite gerne viel, ich bin gerne hier on the move und so weiter. Und gleichzeitig genieße ich die Zeit mit meiner Familie, mit meinem Sohn, das Reisen, einfach diese Balance zu haben. Und da werde ich auf jeden Fall auch weiter daran arbeiten, dass das halt weiter eben diese Balance ist. Und ja, ich glaube, dieses Nicht Jahr zu wird es schon vergessen, Momente das geben. Tauchen auf den Malediven. Das taucht immer wieder. Ja, genau das. Christian, wie können Menschen mit dir Kontakt aufnehmen, die jetzt denken, den Christian Gärtner, den möchte ich kennenlernen, von dem möchte ich was lernen, auf dessen Seminar möchte ich gehen, wo gehen die hin? Also am besten momentan Facebook, Instagram, weil aufgrund der neuen Datenschutzverordnung habe ich mir noch eine neue Homepage bauen lassen, die nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Das heißt, sie ist gerade nicht online. Aber vermutlich, wenn du den Podcast jetzt hörst, dann kannst du wieder diese Seite besuchen, also einfach www.christiangärtner.com. Von da aus gibt es dann natürlich auch Verlinkungen zu allem, was ich mache, zum Audioprogramm, zu meinem Seminarprogramm. Wenn du dich konkret für das Seminar interessierst, kannst du auf ultimatepowerprogram.de gehen. Die Seite ist auch online jetzt gerade und kannst dir alle Informationen da anschauen. Also gibt genug Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen. Oder du hörst vielleicht auch in meinen Podcast rein, Das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Das kann in ich dem jedem ich sehr ans Herz legen, den Tipp. genau, weil nämlich der Kerim, der ich glaube, es ist das nächste Interview, was ausgestrahlt wird mit Kerim. Wir haben ja letzte Woche quasi umgekehrt aufgenommen, was ein Mega-Gespräch geworden ist. Freue ich mich auch sehr drauf. Also ja, das sind so die einfachen Wege heutzutage, würde ich mal sagen. Christian, vielen, vielen Dank. Wir packen das alles in die Shownotes natürlich, sämtliche Links. Vielen, vielen Dank für das sehr offene Interview, für dein großartiges Commitment. Ich freue mich sehr drauf und freue mich sehr, ja, deine Reise in den nächsten Jahren weiter zu verfolgen und vielleicht auch ein Stück weit weiter begleiten zu dürfen. Es wäre mir eine große Ehre und ja, vielen, vielen Dank für das, was du tust, für dein Wirken und ja. Ich freue mich auf alles, was kommt von dir. Vielen Dank, Kerim. Vielen Dank, Großartig. dass ich dabei sein durfte. Und vielen Dank für das längste Interview in deinem Podcast. Sehr geil. Ich glaube, wir hätten jetzt auch noch 2 Stunden weitermachen können. Also auch an euch, die ihr zuhört, zugesehen habt und so. Vielen Dank fürs Einschalten und fürs Dabeisein, fürs Interagieren. Bleibt einfach on the track und auf eurem Weg dabei und gebt einfach niemals auf. Vielen Dank, Christian. Danke fürs Zuhören Bald. und das nächste Interview ist am Dienstag schon 19:30 mit Lorenzo Schibetta, dem Rockstar-Speaker in Deutschland. Sei da auch sehr, sehr
gerne mit dabei. Ansonsten, falls du Lust hast, bei mir mal live vorbeizuschauen, lebe mutig und gewinne. Mein Seminar steht vor der Tür. In 2 Wochen geht's los, der erste Termin in Frankfurt und dann noch 5 andere Städte in Deutschland. Schau mal auf lebemutig.jetzt, da gibt's noch ein paar Tickets. Wir sind fast ausverkauft. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kommentieren, liken, teilen, nicht vergessen. Vielen Dank, Christian. Uns allen einen schönen Abend. Ich fand mich großartig. Noch viel großartiger war Christian Gärtner. Und ihr seid am allergroßartigsten. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Kerem. Tschüss.